Willkommen zu Pacific Drive. Eines der Spiele, auf das ich in diesem Jahr am meisten gespannt bin. Das sieht sehr, sehr cool aus. Ich werde euch jetzt in diesem Video den Anfang des Spiels, den Einstieg und die erste Mission zeigen. Aber ich werde später auch ein Let's Play des ganzen Spiels machen. Ist zumindest geplant. Das ist der Demo-Bild. Und wenn das dann nahtlos weitergeht und sich nichts ändert, werde ich dann in meinem Let's Play einfach direkt daran anschließen. Oder, wenn es noch was Neues gibt, von vorne starten. Aber gucken wir uns das doch erstmal an. Wir spielen jetzt hier Pacific Drive. Ich habe alles Standardeinstellungen beim Schwierigkeitsgrad gelassen und so. Routen zu merken. Der hohe Regenwald, Hurricane Ridge. Können wir ein paar Sachen einstellen. Das ist wahrscheinlich einfach mein Spielstand. Neues Spiel. Was steht denn da rechts noch? Mal auf Anpassen. Ach, das sind die Sachen. Nee, nee, wir spielen einfach ein normales Standardspiel. Die Olympic-Halbinsel war im Jahr 1947 Geburtsort einer vielversprechenden neuen Technologie. Schnell verbreiteten sich Gerüchte über fantastische Erfindungen, die diese Technologie ermöglichte, aber auch über nächtliche Evakuierungen, mysteriöse Vermisstenfälle und übernatürliche Ereignisse. Zu schnell. Die Regierung riegelte die Halbinsel 1955 teilweise ab und legte das Sperrgebiet der Olympic Exclusion Zone an. Das Sperrgebiet wurde über 30 Jahre hinweg mehrfach erweitert, bis die Regierung es schließlich stilllegte und sämtliche Zugänge versiegelte. Was darin geschah, wurde niemals öffentlich gemacht. Eine schön mysteriöse Einleitung, die sie hier haben. Und das ist auch, was das Spiel ausmacht. Diese Mystery-Atmosphäre. Und ein ganz ungewöhnliches Gameplay halt im Auto. Finde ich total cool. Stay on the Road, haben wir jetzt ein kleines Post-it da drauf geklebt. Ich bin mit dem Gamepad, was sie irgendwie auch anbietet, mit einem Auto, finde ich. Mit dem rechten Stick können wir uns umgucken. Südlich der Schutzmauer sind wir. Scheibenwischer kann ich mit dem rechten Button anmachen. Okay, rechter Trigger beschleunigen und linker Bremse- und Rückwärtsgang. Ganz schön da reingezoomt im Auto, ne? Mini aus. So ein Mini-Auto nur. Und Bremsen. Man kann den FOV einstellen von der eigenen, also wobei man rumläuft, man kann auch aus dem Auto aussteigen, aber auch im Auto. Ehrlich gesagt sieht mir das ein bisschen zu klein, das ist ja furchtbar. Das ändere ich gleich mal. Die meisten Sachen will ich erstmal so lassen. Ist das bei Spielweise gewesen? Sichtfeld des Spielers im Auto. Ich probiere mal irgendwas, gehen wir mal auf 110. Hat sich jetzt gefühlt gar nichts geändert. Machen wir erstmal weiter. So, mit dem linken Stick lenken wir, ja. Wir sind anscheinend mit der Fähre hier angekommen. Verschiedene Kameras. Mit dem rechten Stick kann ich zoomen. Sieht auch aus wie ein Mini-Auto, ne? Das fühlt sich so an. Na, gucken wir mal. Auch die Motorhaube kaum zu sehen. Scheibenwischer nehme ich jetzt mal ausprobieren. Okay. Und wieder aus. Reicht. Okay. Ich mag Spiele mit Atmosphäre. Das ist eine der wichtigsten Sachen für mich in dem Game. Neben dem Gameplay. Es gibt manche Spiele, die ich nur für das Gameplay spiele und manche nur für die Atmosphäre. Wenn es beides verbindet, ist es ideal. Mal gucken, wie das Pacific Drive schafft. Kann ich auch so machen mit dem rechten, okay. Sieht hübsch aus. Also von der Grafik hat es auch schon eine schöne Atmosphäre. Ich glaube auch von der Story, an dem was so passiert, südlich der Schutzmauer. Das ist jetzt die Schutzmauer. Einer ist mit dem Regen schon, das klingt cool.
gucken, wie es aussieht, wenn ich lange nicht den Scheibenwischer benutze. Das Licht anmachen, es wird ein bisschen düster gerade schon. Man sieht schon, hier ist nicht viel los. Also ist schon ganz schön zugewachsen, die Straße auch schon zum Teil. Ah, Scheinwerfer, danke. Und das Spiel, wo am besten mit Lenkrad spielt. Ups, mal kurz gucken, was stand da eben. Warning, high. So. High R-Levels Facility, extreme caution advised. R-Levels, okay, was denn auch immer die R-Level sind. Die R-Werte. Warte mal. Oh, das ist Radio. Ich glaube, es ist ein bisschen zu laut eigentlich. Mal kurz das gucken. Ich mache es noch ein kleines bisschen leiser. Mach mal auf. Soll nicht zu leise sein. Ich glaube, das ist noch gewollt. Soll ja auch eine gewisse Atmosphäre erzeugen. Okay, hier ist die Straße mal zu Ende. Noch eine Warning. Zur Hölle war das? Was zur Hölle war das? So roten. Okay, irgendwelche Anomalien. So einen weißen Glibber noch. Das ist nicht gut. Nein, 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 nein. Tja, das ist, wenn man in die Zone fährt, in die Exclusion Zone. Reifen, hoffentlich nicht von unserem Auto. Die Olympic Exclusion Zone. Bring dich in Sicherheit. Na toll. Links kann ich sprinten. Finde eine Transportmöglichkeit. Ich glaube, das sind die Überreste von unserem Auto. Na toll. Ist das grüne Zeug laufen gut? Habe ich eine Wahl? Hinten sitzt ein bisschen. Das ist was Helles. Das könnte gut sein. Das ist nichts grün, neongrün Helles. Das sieht ein bisschen netter aus. Y-Springen. Okay. Wir machen Fußtritte, ohne dass wir unseren Fuß sehen. Ich weiß nicht, ob ich nicht trotzdem Y und A ändern wollen würde. Oh. Ah. What a swine. Never mind.
Jesus, the radar's acting up again. You were supposed to tune up this piece of junk years ago. Wir hatten hier gerade geredet. Können wir das Rad anbringen? Sommerreifen montieren. Mann, das Auto sieht nicht gerade taufrisch aus, aber wir haben gar kein Auto mehr, von daher. Okay, das ist nicht mehr ganz so beengt wie das eben. Besser. Scheibenwischer an. Ah, einschalten. Das könnte auch ein cooles VR-Spiel sein. This is Tobias Barlow and Francis Cook, located in Midzone Sector B. Do you read me? I'm picking up your distress signal in the outer zone. It looks like you're somewhere around Sector E. Hey Francis, come here! Okay, was Radio. Jetzt mache ich dann vielleicht doch das nochmal ein bisschen zurück, eben den FOV. 90 war das, ne? Vielleicht ein bisschen, dass wir ein bisschen mehr sehen, aber nicht so viel. Yes, it's urgent. Leave that interferometer alone for a second. Something is out there. Steuert sich auch nicht ganz so schwerfällig wie das andere Auto eben. Hey, do you copy? Was? Hello? Hello? Is this thing working? They don't have a transmitter. We won't hear a thing back. Huh. But if they're stranded, could they mean... They're from outside? They're a preacher? Hey, how did you get through the barrier wall? No one's gotten into the zone in ages and lived to tell about it. And if we don't get them to safety, this one won't either. That's a good point. Hey, you're in serious danger. The instability's closing in, and it's gonna scramble you quicker than beef in a blender. Your closest shelter is a few miles east. Get there, however you can, and be quick about it. Okay, wir sollen zu einem Unterschlupf kommen. Die leben anscheinend schon länger in diesem Gebiet und kennen sich aus. Das Auto ist die komplette Katastrophe übrigens. Weil das lässt sich ganz übel steuern, hat einen Rechtstrall und jetzt ist das Benzin alle. Okay, rechts steigen wir mit RB auch aus. So. Ja, und wie steige ich aus? Ah, nochmal RB. So, dann holen wir uns mal Benzin. Fahre nach Osten, um eine Schutzhütte zu finden. Ich suche deinen Kofferraum nach einem Benzinkanister. Okay. Klebt da oben dran, na dann. Man müssen wir nicht mit dem Mund da irgendwie das ansaugen. Das ist nämlich sehr ungesund und eklig. Jetzt gucken wir mal, was anderes aus dem Auto rauszuholen ist. Nicht gut aus. Ja, was machen wir hier in dieser Exclusion Zone? Gute Frage, ich habe keine Ahnung. Mellicht. Füll deinen Benzintank 3. Das ist eigentlich gedrückt gehalten. So, wahrscheinlich habe ich aus dem weggeguckt. Ist alle? Wahrscheinlich. Dann wieder hin damit. Wow, 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 wow. Okay, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Gib Gas. Achso, anschalten. Fuck. Der Gang ist noch eingelegt, oder? Oh, oh. Fuck, 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 fuck. Und das zieht nach... Das ist alles... Die Reifen sind, glaube ich, auch kaputt. That waveform before, but where? No kidding. Could it be? A remnant? That can't be. There hasn't been one in decades. Look at that spectral fingerprint and tell me that doesn't match the remnants exactly.
No, no, no. What we should be looking at is how fast this bridge seems to be moving. Huh. You know, if I didn't know better, I'd say they're going about the speed of a... No way. No way. Do not tell me. They found a remnant and it's a car this time? Holy cripes! No one's had working wheels in here for ages. Boy, I'd kill to know how a combustion engine's still chugging away out there. Okay, let's not get ahead of ourselves. First, the Breacher needs to get to safety. Then we can look into whether that car is a remnant or not. In my heart of hearts, I already know. Then back, baby. Alter, ist das Auto kaputt? Ich glaube, das hat irgendwie mindestens ein, zwei Platten und lässt sich so schwer steuern. Scheint aber was Tolles zu sein, Relikt. Die haben seit Ewigkeiten kein funktionierendes Auto mehr gesehen und uns nennen sie einen Breacher. Okay. Restricted all area. So. Keep out. Ich will mal nicht zu viel kaputt machen hier beim Reinfahren. Entschuldigung. Immerhin funktionieren auch die Scheinwerfer. Oppis Werkstatt. Park ich einfach hier vorne oder wo? Eine Taschenlampe? Warum geht's mir eigentlich so scheiße? Was hat dieses der ganze Matsch in meinem Sichtfeld zu bedeuten? Oppis Werkstatt. Da brauchen wir einen Code. Lege den Sicherheitsschalter um. Oder Sicherungsschalter. Finden wir den mal. Einen Sicherungskasten hier irgendwo. Haben wir dann vielleicht Licht? Ah, hier. It's been breached. You've got 5 seconds to get the hell out before I... Ow! My head. It's an emergency broadcast. Hello, attention. This message is for Dr. Ophelia Turner. We sent a breacher to your garage on official zone business. Now, we have it on very good authority that this person is in possession of a remnant, which has taken the form of a car, and, Check off the remnant thing. She's not gonna care. Right, like I said, super official's own business. Protocol, demands that you keep them alive until we can get them to safety. Now, if you do not comply, I will occupy this broadcast channel with a recitation of the entire collection of poems I've personally written. That's 10 years and 17 volumes and... Tell her that voice, because it's like a nail gun to the skull. So, another breacher, huh? How do you outsiders not understand that Arda didn't build that 300-meter wall out there for fun? Unless you're one of the unfortunates who got zapped through. Wait, I just remembered. I don't give a damn why or how you got here. You're trespassing, and I'd kindly like you to get the hell out of my zone. Oh, God, unfortunately... The barrier wall is as fortified against breachers trying to get in as it is against anyone or anything trying to leave. We have to find you a way out. So you might as well start by fixing up that car. Just don't break anything in my shop with those soft hands of yours. Okay, die anderen wollen uns ein bisschen helfen. Sie ist nicht so begeistert, aber immerhin dürfen wir die Werkstatt benutzen. What? Oh, you need help? There's a headset somewhere in the garage. Put it on. The built-in diagnostic will tell you what needs fixing up. Irgendwie haben wir das Rad nicht so gut angebracht, scheint mir. War es mein Fehler? Hätte man das besser machen können? Oder ist das so gewollt? Auf jeden Fall kein Wunder, dass ich das schlecht steuert. Und ich bin nicht ganz sicher, ob ich ein Headset brauche, um zu erkennen, was an dem Auto kaputt ist. Nun ja. Ja, gucken wir uns mal ein bisschen hier um. Pritzel, Pratzel, das war mir nicht, das war schon vorher kaputt. So connected. Haben es jetzt hier drauf geparkt.
Ja, da leuchtet irgendwie ziemlich viel rot. Die Balken sind auch in keinem guten Bereich. Macken, ja. Nimm den Rucksack auf der Werkbank. Was? Das Headset? Vielleicht mal müssen wir uns einen Rucksack nehmen. Da, den hier. Lege das Mechanikerauge an. Nimm das Mechanikerauge-Headset, das neben der Karte hängt. Yes, ma'am. Nutze den Erste-Hilfe-Schrank, um deine Wunden zu versorgen. Ach, guck jetzt, mit dem Headset haben wir sogar hier ein Overlay. So, wo das... Reparier das Auto, hol das Auto rein. Haben wir schon geschafft? Bring das Rad wieder an. Okay, es sollte so sein. Oben links sehen wir jetzt unsere Lebenspunkte und sonntags Strahlung. Ich finde das, es gibt manche Spiele, die fängst du an und denkst sofort, cool. Guck, ob das so bleibt, aber ich mag das sofort. Ich mag die Stimmung. Ich mag irgendwie, was ich hier mache. Ich mag, wie es hier mit der Mission anfängt. Sollte man ein Rad anbringen. Taschenlampe habe ich noch nicht, oder? Oh. Haben wir das hier verloren? Ich hätte es jetzt in den Rucksack tun können. Oder in die Hand. Wir nehmen es mal in die Hand. Und das Logbuch öffnen. Jetzt gucken wir uns mal an, wie das funktioniert. Pausiert. So, da haben wir ein Logbuch. Am Steuer. Während du im Auto sitzt, kannst du es lenken, beschleunigen, bremsen, rückwärts fahren, zwischen Parkstellung und Dauerbetrieb wechseln, natürlich den Motor an- und ausschalten. Außerdem kannst du das Radio, Scheibenwischer und die Scheinwerfer an- und ausschalten. Wenn sonst nichts hilft, kannst du immer noch hupen. Sehr schön. Fahrzeugfähigkeiten. Einige Autoteile und Ausrüstungsgegenstände für dein Auto haben aktivierbare Fähigkeiten. Auf einem kleinen Panel oder Panel links neben deinem Armaturenbrett kannst du bis zu 4 dieser Fähigkeiten zuweisen. Okay. Bewegen, interagieren. Das haben wir ja schon geschafft. Okay. Die Werkstatt, da sind wir. Der Heimathafen zu schnellen Ausflügen in das Sperrgebiet. Hier bist du sicher. Außer wenn Ophelia ein bisschen mich nicht mag. So. To-Do-Liste. Primitive Tür. Allgemein halt, ne? Gucken, ob wir die herbekommen. Also, wir haben hier eine Stahltür. Hier eine primitive Tür. Warum blinkt die? Scheint nicht mehr ganz fit zu sein. Und dann, na, man kann mit dem Headset die ganzen Sachen angucken. Sommerreif, man sieht so ein bisschen den Zustand. Ja, der ist ziemlich hinüber. Eine Stahlplatte, die blinkt. So, in dem Auto ist mal alles kaputt. Heckstoßstange. Kann noch ein bisschen aufwerten. Der Reifen, der sieht ja fast gut aus. Noch eine primitive Tür. Hier wäre eine Tür ganz gut, dass nicht irgendwie... Ja, scheint eklig zu sein draußen. Irgendwelche Anomalien oder Insekten oder irgendein Scheiß in mein Auto fliegt. Okay. Uns hier mal ein bisschen um in der Werkstatt, oder? Hier sehen wir nochmal das. Das sind die 4 Reifen. Das eine ist rot und hier sieht man, dass überall Teile fehlen. Die Windschutzscheibe ist das Einzige, was einigermaßen okay aussieht. Ich mag das Spiel sofort. Ja, ich finde es cool. Ich bin gespannt, wie euch das geht. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wie ihr das so seht. So, das ist verschlossen. Euer erster Eindruck ist. So, da ist dann noch mehr drin. Da haben wir alles rausgenommen. Okay, schon haben wir alles rausgenommen. Wo heilen wir uns automatisch sozusagen? Ist mir gerade so grün. Ah. Wir stecken gar nichts ins Inventar. Dann mit links und rechts kann ich da durchwechseln, aber es geht nicht. A, trete ich. Das finde ich immer noch komisch. Und wie gesagt, wenn sich die Release-Version dann von der Demo-Version unterscheidet, werde ich auf jeden Fall dann einfach neu starten, das als Video hochladen. Vielleicht lade ich es einfach auch eh hoch für Leute, die es dann nochmal gucken wollen. Aber
Ich werde dann, wenn ich das Let's Play mache, auf jeden Fall einfach gucken, dass ihr auch nahtlos an die Demo anschließen könnt, dass ihr nicht nochmal von vorne gucken müsst, wenn ihr nicht wollt. Hab ich denn keine Taschenlampe? Und dann kann ich nur durchschalten. Ich hätte auch ganz gerne eine Taschenlampe. Das Set hat keine Taschenlampe. Alles verschlossen hier. Hula-Automat. Nicht mal das ist für mich. Kein Button. Also ich gehe nochmal zurück. Vielleicht muss ich das auch irgendwie anders reparieren. Das ist auf meiner To-Do-Liste. Entweder hiermit zum Beispiel. Hiermit. Oder einfach mich da hinstellen. Und irgendwas machen. Das damit reparieren. X. Kann ich irgendwas auch reparieren. Oh, jetzt habe ich es rausgenommen. Entschuldigung. Dann habe ich in der Hand. Was bedeutet das linke mit RB? Auf und zu machen, okay. Ich wollte es nicht abmachen, ich wollte es reparieren. So, jetzt probieren wir es auch mal aus. Und kann ich die jetzt einfach irgendwo reparieren? Kann ich den irgendwo hinbringen? In die Werkbank? Oder wie funktioniert das? Finden wir schon noch raus. Erstmal die anschrauben. Danke. Wir probieren hier mal was. Macken. 16:11, wir sind jetzt Zeit. Connected. Das muss doch irgendwas bringen. Ich kann auch treten. Kann ich das Auto treten? Ich habe gegen das Auto getreten. Entschuldigung. Wir müssen eine Tür finden. 0 von 1, ja. Und den daran basteln. Also doch. Vielleicht da hinten in der Garage? Sehen, wie weit das Auto entfernt ist. Okay, das ist nochmal was anderes. Sieht ja mal fancy aus. Vielleicht kann ich mir hier bei dem Wrack was klauen. Ja. So, Fahrzeug. Logbuch, Foto. Müssen irgendwie irgendwelche Sachen damit machen. Kann gegentreten. Ich will nicht die Tür klauen. Schade. Ich habe gedacht, ich hab's. Jetzt haben wir die verschlossene Tür. Immer aufs Dach. Ich guck mal, was da los ist. Was ist hier für den Empfang, die Antenne? Sonst anscheinend nicht viel zu tun, wird ja auch bald dunkel. So in den Bergen kann das manchmal ganz schnell gehen. So im dunklen Wald auch noch. Das geht manchmal schneller als gedacht. Ich das hätte da eigentlich wieder absetzen oder ist das jetzt für immer? Mal ganz kurz schauen. Ups, nicht das. So, Baupläne gibt es. Habe ich nicht. Aufträge. Primitive Tür. Mit ein wenig Mühe lässt sich diese abgehalftete, schwächliche und verrostete Stück Metall öffnen und schließen. Materialquelle. So, man kann sie jetzt auch bauen, oder wie? Primitive Platte. Gibt es installiert. Da sieht man ein bisschen, was man installiert hat. Die Stahltür. Primitive Tür. Da gibt es noch eine ganze Menge andere Sachen. Baupläne, man kann eine Menge craften anscheinend. Aufträge, repariertes Auto. Das heißt, wir sollen das bauen. Den Rest haben wir abgeschlossen. Die Routenkarte und das Logbuch. Das heißt, wir wollen uns eine Tür bauen, wenn wir keine vollständige haben. Ob wir jetzt dann erstmal rausfahren sollen in die Welt?
weil irgendwelche Materialien finde ich hier offensichtlich nicht. Und habe ich ja auch nicht. Kann ich mein Inventar doch sehen? Da, Inventar. Hand, Rucksack. Nichts und nichts. Dann würde ich sagen, dann fahren wir einfach mal raus. Wir erkunden halt die Welt. Ich hätte gedacht, dass mir das Spiel so sagt. Es wirkt so, als müsste ich das hier in der Werkstatt machen. So, guck noch mal kurz in das Logbuch. Und diese Aufträge, so da primitive Tür. An Checkliste heften. Unten leuchtet das so. Da muss man noch was machen, okay. Y. An Checkliste heften 1. Ah. Okay. So macht man das. Ah, das ist nicht ganz so intuitiv. Was haben wir jetzt? To-Do-Liste, Sachen sammeln. Hole die Gegenstände auf deiner Checkliste aus dem verlassenen Auto hinter der Werkstatt. Durchsuche den Kofferraum des verlassenen Autos. Ah, okay. Ja, also das fand ich jetzt nicht ganz so intuitiv. Man muss erstmal verstehen, wie das Spiel funktioniert. So. RB durchsuchen. Ein Brecheisen. Durchsuch die Werkzeugkiste drin neben dem Werkstatttor nach einem Brecheisen. Jetzt wird ein bisschen was erklärt. Aber es ist komisch, wenn man Sachen vorher nicht benutzen kann. Da bin ich kein Freund von. Vielleicht ist es für das Tutorial so. Okay, Werkzeugkiste, was haben wir da? Ein Mechaniker-Kit. Ja, das nehmen wir mit. Wir haben ein Brecheisen. Und wir haben Klebeband. Das nehmen wir alles mit. Es gibt verschiedene. Stopp, das wollte ich nicht. Ich wollte das Zuweisung starten, verschieben, ausrüsten, neu ordnen. Egal, wir lassen das mal so. Das kommt ja immer noch. So, Inventar öffnen. Jetzt kann ich das in die Hand nehmen wahrscheinlich. Y. Ja, okay. Okay, so. Was haben wir denn da? Fackeln. Noch mehr Fackeln. Plastik. Eine der nützlichsten und allgegenwärtigsten Substanzen. Fackel. Plastik, Plastik. Stackt auch noch schön. Geil, dass das hier nicht gestackt war. Okay, primitive Platte. Die will ich auch. Kann ich die nur zumachen? Ich will die rausnehmen. Was habe ich denn jetzt in der Hand? Ich weiß noch nicht mehr. Ich habe die Fackeln in der Hand. Warum habe ich die Fackeln in der Hand? Ne, Plastik in der Hand. Kannst du bitte raus? So. Primitive Platte. Stahltür. Also unten kann ich damit wechseln, zwischen den Sachen. Ah, okay, okay, okay. Kann ich dann diese Schnellleiste irgendwie zuweisen unten? Uns fehlt noch zweimal zerbrochenes Glas und 3 Schrauben, um die Tür fertig zu machen. Kann ich mir nicht die... So, das möchte ich in die Hand nehmen. Das Brecheisen. Dann mach ich sie kaputt. Ich würde die auch ganz gerne abschrauben. Geht das nicht? LT, RT. Wenn ich da ran bin. In der Steuerung muss ich mich noch ein bisschen anfreunden. Nicht ganz so intuitiv. So. Hol die Gegenstände auf deine Checkliste aus der verlassenen Werkstatt. Durchsuch den Müllcontainer draußen neben dem Werkstatttor nach wichtigen Gegenständen, die du nicht herstellen kannst. Ein Verschrotter. Hilfreicher Müllcontainer. Okay, verschrottet die Räder, Platten und Türen des verlassenen Autos. Ich dachte schon meines Autos. Sommerreifen. Aber wie. Die kann ich in den Verschrotter tun irgendwie? Ne, ich habe einen Verschrotter, nehmen wir mal auf. Erstmal den Rucksack damit. Okay, wenn ich RB gedrückt hatte, nehme ich das in die Hand.
Mit LT lasse ich es fallen, mit RT werfe ich es. Die Fackel kann ich auch einfach wegstecken. Richtig fallen lassen. Gib sie einfach nur auf, im Rucksack. Genau, so. Und das nehmen wir jetzt in die Hand. Und das wird ja essentiell ist das, ja. Und jetzt kann ich das verschrotten. Mit RT benutze ich es, ja. Die Räder, Platten und Türen, ist das aber so. So sammle ich das alles auf. Okay. Ich verschrotte einfach das ganze Auto. Okay, ja, langsam wird es mit der Steuerung. Benzintank. Stopp mal, wir haben ja noch einen Benzintank. Stopp, bevor wir da irgendwas kaputt machen. Also mal hin und her gehen. Halb voll tanken. Nice. Nochmal zurück. Wie viel Platz haben wir eigentlich im Inventar? Das wird schnell voll. Können wir Sachen dann im Kofferraum lagern? Mal probieren, wie das alles funktioniert mit unserem Auto. Kofferraum, Werkbank, Kofferraum, Stauraum. Ja, da. Was probiere ich nachher? Erstmal voll tanken. Wofür ist dieser Strich in der Mitte da? Ich dachte vorhin, das wäre die Kapazität des Tanks, aber es ist irgendwas anderes. Wo habe ich das denn immer fallen lassen? Kann er mal aufhören, das in die Hand zu nehmen? Ich will das nicht in der Hand haben. Kann ich die Schnellleiste konfigurieren? Irgendwie nicht so richtig bisher. Kann ich nicht kaputt machen. Also. Okay. Wir bauen jetzt mal alles auseinander. Wir brauchen alle Ressourcen. Wir stellen uns eine Tür her. Werkbank. Primitive Tür. Ah, eine reicht. Wir haben mehrere hergestellt. Eine reicht. Das ist jetzt in meinem Inventar, die Tür. In der Hand. Sehr gut. Dann haben wir ganz perfekt hergestellt, dass es genau da reinpasst. Wie gut die ist, können wir eigentlich auch Sachen reparieren. Kann ich dann hier rausnehmen? Hier den Reifen. Oh, das Reparaturkit aus dem Spind. Ja, gerne. Jetzt haben wir da noch einen Ersatzreifen, Reparaturkit. Erstmal das Reparaturkit. Machen wir der Reihe nach, was das Spiel von mir möchte. Reparaturkit ausrüsten. Um das Auto zu reparieren. So ein ganz allgemeines Reparieren, oder wie? Ich will das den Reifen oder den Ersatzreifen? So, reparieren wir mal den. Schön mit dem Spachtel. Naja, wenn es hilft. Hat das irgendwie. Das geht jetzt automatisch weiter, oder wie? Okay, was ist denn noch wichtig? Die Stahltür. Der ist sauber. Okay, die Stahlplatte hier. Wir machen das ganze Auto wieder schön, Leute. Kann ich das nochmal weiter aufpimpen, den Sommerreifen? Weil der Reifen ist relativ wichtig.
primitive Platte, primitive Tür, die blinkt. Das finde ich nicht gut. Wir haben nicht mal eine Heckstoßstange, gibt es nichts zu reparieren. Da fehlt's. Platsch, platsch. Die primitive Platte ist auch kaputt. Gucken wir uns gleich der. Was die Analyse hier sagt, das sieht viel besser aus. Die Tür hinten links ist noch kaputt. Stopp, den Reifen. Hier sieht noch ein bisschen scheiße aus. Strukturelle Teile. Kann man langsam. Die ist im guten Zustand. Sieht zwar nicht so aus, aber anscheinend hat es die einigermaßen. Wird netterweise auch gerade mal aufgefüllt. Ist auch so gut wie fertig hier. Jetzt bräuchte man so ein Teil hier hinten. Da fehlt das einfach komplett. Platte hinten rechts. Müssen wir noch reparieren? Ach ja, Scheinwerfer zum Beispiel. Bisschen Farbe auf die Scheinwerfer hat noch nie geschadet. Ja, hier fehlt leider der Scheinwerfer komplett, da kann man auch nichts reparieren. Scanne den Platten. Wo haben wir denn den Platten? Da. Wir scannen mit LB. Repariere den Platten, indem du ein Abdichtkit herstellst und benutzt, oder ersetze den Platten mit dem Ersatzreifen im Spind. Ich würde ganz gerne eigentlich den Ersatzreifen lieber in den Kofferraum tun. Und tu das ja nicht in den Kofferraum. Das geht nicht in den Kofferraum. Okay, Ersatzreifen. Kann ich das in den Kofferraum tun hier? Am Steuer, während du im Auto sitzt, kannst du denken, ja, das ist mir schon klar. Ich wollte den Kofferraum Stauraum angucken. Wie geht der immer dahin? Ist er vielleicht ein Bewegen, Interagieren? Ja, ich übersetze mal das dann mit dem Ersatzreifen halt. Ein Abdichtkit herstellen, wie geht das denn? Baupläne. Vergasermotor, ja, wir machen einen neuen Motor. Ein Abdichtkit. Ist das alphabetisch? Alle. Ja, Abdichtkit ist nicht alphabetisch. Nutzen wir den Reifen hier. So. Ups, Entschuldigung, muss er fallen lassen. Das war nicht so. So, jetzt. Primitive Platte. Nein, Sommerreifen. Abschrauben. Legen wir mal hinter. Hat eigentlich einen guten Zustand jetzt gehabt. Ist ein bisschen schade. Linker Trigger fallen lassen. Inventar voll. Nimm es aber in die Hand, geht doch, oder? Ja. So, scanne das lockere Rad. Das ist hier vorne rechts, das, ne? Das schon vorne abgefallen ist. Ja, das wollen wir nicht. Locker reparieren. Auch ein Mechaniker-Set. Haben wir schon eins. Das Reparatur-Kit. Das Mechaniker-Kit. Verschrotter. So, Mechaniker-Kit. Zuweisungsstab. Mal kurz gucken. Hier kann ich das selber auswählen. Ah, sehr schön. Zerstörer. Dann reparieren wir das mal. Nein, ist kaputt gegangen. Aber immerhin passt das jetzt. Vorbereitung für das Sperrgebiet. Baue Pappkartons im Kofferraum ein. Naja, man tut, was man kann. Wenn halt sonst nicht viel gibt, dann halt das. Pappkarton nehmen wir mal in die Hand. Und wie geht das jetzt? Ein Stauraum, ja. Das war eigentlich. Ich dachte, der Stauraum wäre dann der Kofferraum. Aber vielleicht ist es auch nicht. Wir nutzen das einfach mal. RT.
Ach, jetzt haben wir Pappkartons, in denen wir was lagern können. Und dann kann ich da was reintun wahrscheinlich. LB, kann ich mir das jetzt angucken? Pappkartons. Hilfsmittel. Nee, das kann ich da reintun. Ich denke mal, ich habe was begriffen und dann vielleicht doch noch nicht richtig. Eine Werkmatte, die nehmen wir mal mit. Die wird auch im Kofferraum eingebaut. Oh, there's a little prototype of mine in the garage. The Arc device. Hook it up to your car, wherever it'll fit. Ah doch, mit den Pappkartons habe ich doch hier. Mit LB komme ich da rein. Jetzt kann ich doch Sachen hier drin lagern. Okay. Was haben wir denn? Stahlblech? Wir lagern einfach mal ein paar Sachen ein. Den ganzen Shit hier. Gummi. Gummienten. Reparatur, bis der Rucksack nicht so voll ist. Benzin kann ich da gar nicht oben hinhängen. Chemikalien, alles da rein. Gibt auch verschiedene Kisten. Ist ja gleich ganz ordentlich. Finde ich schön. Reparaturkit und Verschrotter. Behalten wir mal. Und hier oben kann ich es auch wieder hinhängen. Kann ich es wieder. Also muss ich ja noch in die Hand nehmen. Okay. Kann sein Auto mal gut kennenlernen, wenn man eine Werkmatte. Aber erstmal, was die Dame uns gesagt hat. Ein Arc-Gerät. Das bauen wir uns auf dem Beifahrersitz ein. Lass mal die Tür aufmachen. Oh, das sieht ja fancy aus. Tür zu. This beauty won't just be your tour guide. It's your North Star and the only way back to safety. Heck, you should consider it the Father, Son and Holy Spirit if you plan on staying alive. That's how important this thing will be to you. Yes, that's my very own invention. I'll tell you more about it if you live long enough to use it. Hol dir die Erste-Hilfe-Sets aus dem Spind. Habe ich alles aus dem Spind schon rausgeholt? Scheinbar nicht, nein. Ja, die nehme ich gerne mit. Lege sie in den Kofferraum. Das machen wir. Die Steuerung ist nicht konsistent, ist ein bisschen weird. Lege Gegenstände für die Fahrt in den Kofferraum. Verschrotter, Fackel. Das soll man alles da rein tun. So, jetzt sehen wir uns noch einen Bauplan. Bauplan Zahnrad. Das haben wir gelernt. Impuls haben wir lernen wir auch. Nutzt die Pumpe, um den Benzintank zu füllen. Ach, da haben wir direkt eine. Ich ja, nein, da hätte ich ja meinen. Nein. War so schlau. Wenn ich Benzin kann, ist das leer. Kann ich den auch auffüllen, da bitte? Nochmal zurück. Ja, ich will es hier zurück. So, dann hängen wir das hier ran. Ich muss jetzt. Ich will auch den Benzinkanister natürlich auffüllen. Kofferraumkleber, so. Nehmen wir das nochmal. Zapfpistole, so, jetzt will ich das hier. Okay, das geht nice. Wozu ist dieser weiße Strich in der Mitte, hä? Check's nicht. Nice. Wieder zurück. Das macht Spaß. Richte das Auto, das haben wir ja schon gemacht, das haben wir perfekt gemacht, lege den Schalter um, um die Batterie aufzuladen. Dann müssen wir mal die Batterie aufladen. If you're all set, take a look at the projector against the wall. Anleitung, eine Tourplan. Das macht wieder ein Ziel auf der Karte. Der Projektor. This is the zone. Within these borders, all matter has lost the ability to hold a constant physical state. What that means is the shape, size, and makeup of just about everything constantly changes. A mile of grass can turn into 10 miles of swamp in the blink of an eye, and it does. Constantly.
It's caused by something we call instability. We're completely surrounded by it, and once you've watched it chew through entire mountain ranges, you'll understand that you don't want to get anywhere near it. We can only survive in here within pockets of stability. That's what you're standing in now. And that's what you're seeing mapped on the route planner. If we're going to find you a way out of the zone, you'll need to build a new antenna. Until then, you won't be able to detect stabilized routes beyond your immediate area. So, you've got to go hunting for parts, and that means taking a drive. Go on, pick a route. The Arc device in your car will then show you where you need to go. Okay, das war dann null Ziele geplant. Hier sind wir, hier ist die Werkstatt, hier ist unser Auto. Und da wollen wir offensichtlich hin. Eine 3 Stunden Fahrt. Rechts sind irgendwelche Analysen. Wir wählen es einfach mal aus. Off you go. Make a left out of the garage and follow the access road. Ah. Ja, dann steigen das Auto ein. Jetzt haben wir hier mal die ganzen neuen Sachen. Jetzt haben wir eine Übersicht über unser Auto hier. Immer noch mehr Informationen. Hier können wir dem Auto Funktionen zuweisen. Oh, ich hab's ausgemacht. Das noch an. Und dann fahren wir mal. Das ist unsere Minimap hier dann. Und nach links sollen wir, hat sie gesagt. Sind wir in einer Tasche der Stabilität. Und jetzt wird es unangenehm. So, Legende ein, aus. Die unstete Lage im Sperrgebiet kann sowohl die Umgebung als auch alles, dem du draußen begegnest, drastisch verändern. Plan auf jeden Fall im Voraus. Da sehen wir ein paar Sachen. Atmosphärische Veränderung, Anomaliedichte, Dichte an Benzin, alles irgendwelche Informationen, das ein bisschen überwältigend gerade noch ist. Oben können wir auch irgendwie noch mal kurz durchgucken, wie der ganze Zustand ist. Unten Fahrzeugstatus, sieht alles gut aus. Dann reisen wir mal mit A. Muss ich jetzt noch auswählen? Ja. Dein Auto ist dein Schutzschild. Okay, newbie. I'll keep this simple. Don't want to overwhelm that little brain of yours. You'll need a few things to rebuild the antenna at the garage. First on the list is plasma. The woods are littered with plasma generators. Look for a research trailer or a spark tower. That's those antenna things zapping you when you get too close. Both are always accompanied by plasma generators. Okay, so noch so Türme ausschalten. Finde und scanne ein Plasma. Picking up on some plasma generators nearby. Your headset has a built-in scanner. Use it on the plasma generator and it'll figure out the tools you need. So, sammle Materialien, stelle Ersatzteile her und die Antenne, das ist unser Hauptanliegen gerade. So, wir können jetzt hier unser Arc nutzen. Kann ich jetzt Wegmarke setzen, schwenken. So, wir sind hier, hier sind wir gestartet. Radiosender. ADA-Container, sehen wir einige. Dann so ein Haus mit einem X. Ein Bauwerk. Dann so eine Hütte. Die Hütte heißt tatsächlich auch Hütte. Sehr schön. Das ist eine Tankstelle, oder? Tankstelle ist Tankstelle. Und dann nochmal ein paar Kombinationen. Und hier ist dann Schluss. So, wir sind hier, kann ich zoomen. Hier ist auch schon mal ein bisschen was. Dann gucken wir uns das doch mal an. Bitte laden, einklimmen. Ich steige hier mal aus. Wir haben jetzt ein paar Sachen nicht mit. Was ist denn wichtig jetzt mitzunehmen, wenn wir losgehen? Ich denke mal.
Es wäre wichtig, das Reparaturkit nicht so sehr. Ein Verschrotter mitzunehmen, wo wir Sachen einsammeln können. Scheint mir klug. Vielleicht ein Medkit. Oh, jetzt auch nicht so wichtig an der Stelle. Fackeln auch nicht. Stahlblech, Plastik, Klebeband. Also viele Sachen haben wir jetzt ja nicht, die wir hier nutzen können. Ersatzreifen. Und den Verschrotter halt mit. Der Bergmatt, da kann ich arbeiten, können wir uns hier Sachen herstellen. Zum Beispiel Impulshammer, den wir ganz neu. Nicht jede natürliche Ressource kann behutsam extrahiert werden. Manchmal benötigt man etwas rohe Gewalt mit pneumatischer Unterstützung. Mit diesem Beutelschussgerät kann man Kristalle aufbrechen. Das klingt gut. Glasflasche und Zahnrad brauchen wir dafür. Dann werden wir mal versuchen, uns das zu bauen. Man sieht auch, was man jeweils dafür braucht. Ich ist hier. Hebt sich mal in die Checkliste. Find those materials by any means necessary. No one's coming back ever again, so go on and take what you need. Transports, homes, outposts, facilities, they've all been abandoned since the zone was decommissioned in 87. Most of those structures won't even be there the next time the instability scrambles the area. So loot to your heart's content. Just loot away. Verstehe ich dieses 01? Das ist irgendwie eine Prioritätenliste. Dann rechts, welcher Platz es ist? Egal, 2. Durchsuche Gebäude und verschrotte Autos. Was machen wir jetzt? Durchsuche Gebäude und verschrotte Autos. Lampengehäuse. Kann ich das einfach verschrotten? Ja. Einfach verschrotten. Aber das hat nur eine bestimmte Lebensdauer, der Verschrotter, ne? Look at you! Out in the zone all on your own. They grow so fast, don't they? And I'll be back at the helm. Ah, looks like it's ripe for the picking. Can't get at it with your hands, though. An impact hammer will do the trick. Okay. Das ist schon ungemütlich. Ein Impulshammer wollen wir uns herstellen. Das haben wir eben ja schon geplant. Metallschrott. 2 brauchen wir noch. Ich verstehe nicht ganz, wie ich hier in die... Ich glaube, ich will zum Impulshammer und den mir genauer angucken. Da ist einmal Metallschrott. Hier eine Maus noch. Impulshammer. Zahnrad. Metallschrott. 1, 2, 3. Ich verstehe die Liste auch nicht ganz, ob das... Oder ist hier auch... Ist einmal Metallschrott. Und eine Taschenlampe will ich ganz gerne haben. Einen Rucksack. Können wir irgendwie alles nehmen, den Zuweisungsstand fallen lassen, verschieben, ausrüsten, ordnen und rein verschieben. Fahrgutschrank. Chemikalien. Alle einstecken. Glasflasche, die brauchen wir. Den Impulshammer. Ich glaube, das ist falsch gedrückt. So, Kiste. Stofffetzen. Ich dachte schon, wir können uns ein neues T-Shirt anziehen. Noch nicht. Okay. So, wir stellen uns einen Impulshammer her. Hey, Driver. I bet you're dying to hear all about the remnants by now. Can you not? I'm a little busy trying to keep them alive. I'll keep to the basics, I promise. They deserve to know what they're getting into. Fine. I'm giving you 60 seconds. That is not nearly enough time to get... 55 seconds and counting. Okay, okay, okay. The remnants, in short, they're old objects that do all sorts of weird things. They bind themselves to people, and you're the latest victim. You and the car are inseparable now, so get acquainted. Once the remnant is bound to someone, they become gradually more obsessed with it. It takes over the victim's mind until they go crazy and run off into the zone with it. No one has ever been able to resist its siren call. That fixation is probably worming its way into your brain as we speak. This is the first time we've ever got our hands on one.
but we know all about the past remnants. And oh gosh, this one time it materialized as an old copper kettle, and the tea that came out of that thing, it was... And now I'm splitting the transmissions going to your receiver. Anything critical to your immediate needs will broadcast directly and immediately to your radio and headset. Anything not mission critical will be on a low priority frequency. Those transmissions will be recorded and indexed for you to listen to at your leisure. And by low priority, I mean just about everything that comes out of Tobias's mouth. Okay, man kann sich dann solche Sachen anhören anscheinend. Es gibt wichtige Übertragungen und den Rest. Naja, das klingt aber nicht so gut, was sie über das Relikt gerade erzählt haben. Naja, dann bin ich erstmal ganz froh, dass ich es habe. So, und jetzt hier Impulshammer. So, empfohlenes Werkzeug, Impulshammer, ja. Zerstöre Plasmageneratoren, um Material zu erhalten. Das heißt, kann ich jetzt hiermit zerstören oder wie? Oh, dachte, das wäre vielleicht gefährlich. Aber anscheinend geht's. Alles einsammeln. 1 von 5 Plasma. Na, dann suchen wir mal noch mehr Plasma. Die hat anscheinend sowas an ihrem Wohnwagen. 1 von 5 Plasma. Nichts kaputt machen mit meinem Impulshammer. Ah, praktisch. Inventar wird langsam voll. Das nächste Ziel ist, mir eine Taschenlampe zu bauen. Oh, voll viele Sachen im Mülleimer. Wer war denn hier so unvorsichtig? Die ganze Schatzkiste hier. Wir haben im Überfluss gelebt. Außer Plasma. Abbauen kann man sich so eine Lampe nicht, ne? Würde ich mich ganz gerne einfach mitnehmen. So eine Natriumdampfleuchte mir auf den Kopf schrauben. War das ein Musikeffekt oder kam da irgendwie ein Geräusch aus dem Haus? Muss doch nicht sein. Alles einstecken. Ich wollte alles liegen lassen hier im Telefon. Mal gescannt. Keine Elektrogeräte. Bringt uns das irgendwas, das zu scannen? Empfohlenes Werkzeug verschrotte. Plastikdraht. Okay, mit unserem Headset können wir Sachen scannen. Ein bisschen was erfahren. So, jetzt wollen wir hier rein in die Hütte. Hoffentlich gibt es da Plasma. Uff, da sieht es ungemütlich aus. Wir müssen auch selber irgendwie in die Hütte kommen. Radiation Hazard. Das klingt nicht gut. Aber... Kleine Hütte haben sie jetzt einfach hier so. Kann ich denn da ran? Dann immer in die Kiste. Kann ich jetzt wirklich nicht rein? Und das... Fest verbaut. Wir haben noch einen Zerstörer. Schrotter vielleicht, aber damit kann ich es doch kaputt machen, oder? Ja. Ja. Ist ja auch irgendwie logisch. Schauen wir mal, oben links haben wir aber noch 0,0 Strahlung, Verstrahlung. Es wird ein bisschen finster. Taschenlampe. Ich meine wirklich eine Taschenlampe craften, habe ich aber nicht geschaut gerade.
geht leider kaputt, wenn man ihn benutzt. Na toll, jetzt habe ich mich hier rein gefräst durch die Tür und darf aber nicht in die blöde Hütte, oder wie? Ich glaube, man kommt nicht in die Hütte. Ich will meinen Verschrotter jetzt auch nicht zu überstrapazieren. Radio. Mal scannen. Keine Elektrogeräte. Mit dem Verschrotter. Kann man das machen? Die Plasmageneratoren. Batterie, steck mal alles ein. Ja, dann gehen wir hier weiter. Wir wollen ja eigentlich Plasma. Das habe ich, glaube ich, noch nicht durchsucht. Den Container, der ja so schön leuchtet, ja auch. Einladend, möchte ich fast sagen. Dann finden wir wahrscheinlich das Plasma nicht hier. Fahren wir mal weiter, würde ich sagen. Nice. Und wer deshalb eine Müllperle denn dann? Was ist denn eine Müllperle? Und warum haben wir sie in der Hand? Ausrüsten. Wenn wir jetzt nicht angucken, was eine Müllperle ist. Da schneidet eine Perle in zwei Hälften. Du wirst tausende Schichten wertvoller Materialien im Kern angeordnet finden. Die kann man kaputt machen. Da ist irgendwie Shit drin. Dann droppe ich die auch auf den Boden und zerschneide die mal hier auf der Straße, damit es nicht im Matsch versinkt. So. Das hätte mal gar nicht geklappt. Okay, es klappt heute auch nicht. Gucken wir mal an. Scannen. Das Ende ist nah. Angeknackst. Das hier ist so schwer beschädigt, dass es fast auseinanderfällt. Unzuverlässig. Nochmal irgendwelche Statuseffekte. Das wollte ich aber gar nicht. Das ist unzuverlässig. Die Müllperle. Okay, ich verstehe die Müllperle noch nicht ganz. Dann kommt sie in den Kofferraum. Okay. Schön den Kofferraum mit der Müllperle. Ganz tolle Müllperle ist das. So. Konserve, das ist gut zum Essen. Und wir werden mal ein bisschen Stoffteile, Gummi, Kragen, so viel. Manche Stack, das steckt auch nur bis 20. Tun wir erstmal alles ins Auto, was geht. So, dann nehme ich wieder ein paar Sachen mit, den Impulshammer und den Zerstörer. Und das sollte erstmal reichen. Ich habe keinen Kofferraum, es fühlt sich mal ein bisschen scheiße an, loszufahren, ohne den Kofferraum zuzumachen, aber so ist es halt. Sammle und stelle Ersatzteile her. Haben wir denn irgendwas? Jetzt einklappen. Impulse haben wir einmal hergestellt. Da fehlt eine Glasflasche und die Zahnräder können wir mit Metallschrott herstellen. Das ist ein bisschen 73. Zahnräder aus Metallschrott. Primitiver Scheinwerfer, das wäre mal was. Da fehlt eine Fackel. Das wäre auch was, was wir mit uns rumtragen wollen würden. Aber ich denke mal, der Scheinwerfer ist wirklich fürs Auto. Weil da keine Taschenlampe hier irgendwo. Das ist ja auch alles. Man kann es nach Kategorien sortieren. Okay. So, wir steigen ins Auto und fahren weiter. Ist schon gemütlich im Auto. Das dauert erst ein bisschen und da hinten haben wir wieder ein paar neue Gebäude. Na dann los! Ich muss auch einigermaßen normal fahren mit den neuen Reifen. Oh, guck, da ist Plasma. Ich habe auch was gesagt, dass die einen zappen, die scheiß Türme. Naja. Ah! Stopp! Nein! Stopp! Zurück! Das ist für mich gut fürs Auto. So. Und den Park. So, jetzt. Bleib mal stehen.
Okay. Impulshammer ausrüsten. Und schnell hin. Und das kaputt machen. Ohne Plasma kann das dann bestimmt nicht. Jawohl. Dieses Ding. Metallschrott. Kofferraum und auch noch Sachen drin gehabt. Sehr schön. Können wir vielleicht jetzt schon gleich Stahltür. Das wird gleich auseinandergebaut hier. Aber jetzt kann ich was anderes nicht mehr auseinandernehmen, habe ich das Gefühl. Weil der Verschrotter fast hinüber ist. Mal ein bisschen aufladen vorher. Und hier müssen wir unseren Verschrotter reparieren. Das gucken wir uns auch gleich mal an. Ich will... Welche Sachen wollte ich jetzt gleich machen? Ja, ist auch nicht aufgeladen genug. Den Scheinwerfer, genau. Ich wollte mir den Scheinwerfer bauen. Das war eben. Mir was immer angezeigt. Anomalie. Funkturm. Können wir ein bisschen markieren? Hilft uns das was oder sind das nur Informationen? Funkenturm vor allem. So. Ist noch eher Funken als ein Funk. Ja, stimmt schon. In der Hinsicht stimmt das ja schon. Primitiv, privates Feldtagebuch. Plasmabetriebene Funkensendemasten. Veraltet geltende Spuren und LIM-verstärkte Relais. Signale im Sperrgebiet verstärken. Die Kombination mit lokalen Energiequellen auf Plasmabasis ist ein zuverlässiger Weg, um jeden Knotenpunkt innerhalb dieser lebenswichtigen Infrastruktur sowohl betriebswert als auch unabhängig zu halten. Der Preis dafür ist, dass sie oft gewartet werden müssen. Das sind eigentlich gute Sachen, die wir gerade kaputt machen, oder wie? Das ist natürlich auch nicht so ideal. Einer fehlt uns noch. Fahren wir noch ein bisschen weiter. Ich sehe sonst auch keinen. Ich hoffe, das kostet uns nicht so viel Batterie. Wenn wir das Licht anlassen. Mache ich vielleicht tagsüber lieber mal Ausgleich. So, ich möchte jetzt mal einen Scheinwerfer herstellen. Einer ist vielleicht gar nicht so schlecht, aber wenn wir zwei bauen können. Wo war das hier? Herstellen. Ja, geil. Auch hier mit so einer... Sieht ja richtig top aus. So, ich will trotzdem mal kurz... Das machen wir gleich. So schlimm ist es auch nicht. Plasma. So, ich will mal kurz gucken mit dem Reparaturset. Kann ich mir das einbauen? Reparaturkit. Das ist wichtig. Kann man sogar ganz viele bauen. Probieren wir gleich mal aus, wie das funktioniert. Dafür brauchen wir auch Chemikalien vor allem. Und jetzt möchte ich ganz gerne meinen Verschrotter. Kann ich einen neuen herstellen oder reparieren? Kann ich ihn reparieren? Wahrscheinlich nicht, ne? So, Verschrotter. Das Falsche gedrückt. Sorry. So. Zuweisung schließen, fallen lassen, ausrüsten, neu ordnen. Ich glaube, ich kann ihn nicht reparieren. Ich muss einfach einen neuen bauen. Kann ich hier noch was reparieren, wenn ich jetzt gerade schon das Reparaturkit hier in der Hand habe? Das immer gleich viel, egal wie viel repariert wird, dann wäre es manchmal nicht so gut. Dann kommt das Reparaturkit jetzt dann doch mit in den Kofferraum. Und dann bauen wir uns noch einen neuen Verschrotter. Verschrotter da oben. Plastik und Metallschrott, wieder relativ gut. Eigentlich wirklich alles verschrotten. Noch was übersehen eben. Was ich hier noch verschrotten können. Weil dann verschrotten wir hier nämlich alles. Können wir den Schrumpf? Ne, den Turm können wir nicht verschrotten. Ich glaube, wir haben alles mitgenommen, es passt schon. Wir fahren mal weiter zum nächsten Plasma. Und wir machen das Licht aus. Die Tür zu. Licht aus, danke. Oh. Warum
Leuchte ist immer noch so grün. Wir haben noch hinten das kaputt gemacht. Noch so ein grünen Schimmer manchmal. Sollen wir mal kurz erkunden, oder? Hier. Wow, 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 wow. Scheiße. Okay, da werden wir schnell vorbeifahren. Hinten blinkt es gerade, weil der Kofferraum offen ist oder so. Ja, ich habe keine Kofferraum. Klappe, es tut mir leid. Wenn der Stopper von mir wegfährt. Nein, Tür zu. So. Oh, bin ich zu nah? Lass mich in Ruhe, ist alles gut. Kannst wieder zurück. Naja, so, und jetzt parken. Was? Ist kaputt gegangen im Auto? Bin ich über Scherben gefahren? Das Reifen hinten links sieht auch nicht so gut aus. Bin da reingefahren, ist nicht gut. Ja. Wisst ihr was? Sieht ganz spannend aus. In der nächsten Folge werde ich hier mal gucken, was hier in dem Gebiet ist. Wie ich an diesem... Kommt das schon wieder vor? Lass mein Auto in Ruhe, bitte. Also, ich werde versuchen, ob ich ohne Aufmerksamkeit zu erregen da hinkommen kann, ein paar Materialien einsammeln. Dann werde ich mit dem Auto möglichst schnell dran vorbeifahren. Wir wollen auch noch Plasma finden und dann mal dem nächsten Wegpunkt ankommen. Und dann lernen wir das Spiel weiter kennen. Oder zum Beispiel das hier auch. Okay, also das noch innerhalb des Gebiets. Werden wir alles rausfinden. In der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.